Herzlich willkommen zu einer neuen freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Ja, ich habe vorhin eine CW-Folge gemacht, aber die habe ich, weil ich so ein Spaß bin, leider gelöscht. Ja, es ist 0 und 9 und ich habe überhaupt keinen Bock, das jetzt normal zu machen, aber ich mache es einfach, da ich es hinter mir habe. Scheiß Abstadtrachen, ne? David, lass mal irgendwie drei Leuten oder so, während du ein Video machst, über TS sprechen. Was ist TS? Fragezeichen. Das würde mich mal interessieren. Ja, Minen sammeln. Sammeln. Boah, mir fehlen nur noch so wenig für die Queen. Nur noch 500. Teamspeak. Ach so. Können wir machen. Wir machen. So, wir gehen mal jetzt hier rein. Und zwar, ich habe ja vorhin angegriffen mit Go Wipe. Ich werde euch mal das Ergebnis zeigen. Hier. Und zwar 64%, 2 Sterne. Was habe ich gemacht? Also, da hatte ich erstmal einen Fail. Ich wollte mit dem Riesen, den habe ich gesetzt. Und dann habe ich versucht, die Clan-Truppen rauszulocken, aber leider hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht wieso. Da habe ich mir nur so gedacht, scheiße, hoffentlich wird das kein Fail. Aber es ging dann noch gut, ja. Zum Glück. Springen wir mal ein bisschen vor, habe ich da zwei Wutzauber hingesetzt, da mit dem Mauerbrecher, da hat der rechts, der Mauerbrecher hatte ein bisschen gefailt. Dann habe ich die Golems gesetzt, die Magier hinterher, die Bogenschützen, dann habe ich die Packers links gesetzt, also danach die Helden und dann die Packers. Nee, die Packers. Habe ich die Packers schon gesetzt? Oh, die Packers hatte ich schon gesetzt, ja. Und dann habe ich hier einen Sprungzauber gesetzt. Der war relativ gut gespawnt, sodass der Bewahrenkönig rüberjumpen konnte und der Packer auch und drei Magier auch hinterher und die Boogie Queen könnte auch rüberjumpen. Ja, und dann kam noch die Bogenschütze hinterher auf jeden Fall. Das ging alles sehr gut, meiner Meinung nach. Dann konnte der Bewahrenkönig locker leicht das Rathaus zerstören. Auch einen X-Bogen habe ich ihn gezündet. Auf jeden Fall, das ging echt geil. Und 64%, 2 Sterne ist immer das Mindestziel. Top, würde ich mal sagen. Hier Eigenlob. Jo, gucken wir uns die anderen Angriffe an. Hier zum Beispiel von deiner Mama. Er greift mit 9 Drachen an und 4 Magiern Level 5. Als erstes setzt er ein paar Bogenschützen vor. Deine Mama, darf ich mal fragen, wieso du nicht die Clan-Truppen rauslockst? Also, ich will dir ja. Ich will wirklich nicht gemein sein, aber bitte lock die Clan-Truppen raus. Ich hätte so einen Schweinereiter gesetzt und dann die Clan-Truppen rausgelockt, wegen. Die machen gleich bestimmt mega Damage. Ich will mal gucken, was da rauskommt. Oh, ein Drache Level 2 oder 3. Ich kann es nicht unterscheiden. Ich glaube, ja, 3 ist das. Hätte sie den vorher rausgelockt, hätte sie, glaube ich, sogar 3 Sterne geschafft. Aber naja, und was ich dir noch empfehlen würde, nimm keine Heilzauber mit Drachen. Das bringt's einfach nicht. Du musst immer Wutzauber nehmen mit den Drachen, weil die dann sehr viel Damage machen. Das bringt viel mehr, glaub mir. Ach ja. Dann sieht man hier, wie er das Rathaus kaputt macht, den zweiten Stern holt. Top. So, jetzt gucken wir uns das nächste Kriegsereignis an. Augustin mit 76%. Er greift auch mit Drachen an. Und Augustin auch hier. Würde ich dir empfehlen, keinen Heilzauber mitzunehmen. Den hättest du mit Drachen locker geschafft. Okay, da würde ich dir empfehlen, nur Wutzauber. Das bringt viel mehr, glaub mir. Und hier auch der Fehler, ich hätte erst die Clan-Truppen rausgelockt, auch wenn die meisten das nicht empfehlen. Aber was, ich würde die statt einen Heilzauber dann lieber einen Blitzzauber für die Clan-Truppen benutzen. Glaub mir, das bringt viel mehr. Aber trotzdem, 2 Sterne, das Mindestziel, top. So, gucken wir uns jetzt den nächsten Angriff an. Kriegsereignisse und der nächste Angriff hat es Bern auch, der hat dort den heroischsten Angriff. Und er greift mit Go YY an. Mal gucken, was er macht. Als erstes setzt er die Riesen, um die Clan-Truppen rauszulocken. Top.
Er konnte die auch erfolgreich rauslocken. Oh, Hexen in der Clanbox sind immer richtig gemein. Ey. Boah, sogar zwei Hexen. Guckt es euch an, guckt es euch an. Richtig gemein. Und dann Level 7 Bogenschützen, Level 6 Magier. Ich glaube, das ist sogar eine Level 2 Hexe, aber ich kann die nicht unterscheiden. Und so eine Base, das ist schon eine Trap Base, glaube ich. Glaube ich zumindest. Boah, geil, Golem Level 5. Richtig geil. Boah, ich bin noch ganz weit entfernt von Golem Level 2. Ja, aber der Angriff sieht sehr erfolgreich aus. Also, der kriegt ja auch das Rathaus, weil ich gesehen habe, er hat 2 Sterne geschafft. Ist aber auch knapp geworden, aber trotzdem top. Hier sieht man, boah, aber diese Magier, die machen wirklich mega Damage. Guckt es euch an, wie die Life Points vom Rathaus nur rieseln. Und dann diese Magier mit Wutzauber, die gehen einfach nur so ab. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mich hat mal einer gekriegt mit 2 Golems und den Rest Magiern. Im Clankrieg mit 3 Sternen. Das hat er wirklich geschafft. Das ist eine Taktik, die ich noch nie gesehen habe, aber die hat es in sich. So, jetzt gucken wir uns einen Angriff von Michu an. Er greift auch mit Drachen an und nur mit Wutzaubern. Das macht es schon mal gut, aber da lockt er auch nicht die Clan-Truppen raus. Ach, CW, danke. Von Sepp. Ja. Aber das macht er gut. So 2 Sterne hat er auch rausgeholt. Top. Jetzt gucken wir uns mal den Angriff von King Talis an. Mal gucken, was er falsch gemacht hat. Was ist das für eine Taktik? Das ist so eine Mischtaktik. Also die habe ich noch nie gesehen. Oh, boah, ich bin so müde. Es ist Viertel nach Null. Viertel nach Null, ja. Das ist mal eine interessante Taktik, die ich noch nie in meinem ganzen Leben in Clash of Clans gesehen habe. Leider nicht erfolgreich. Ja, der hätte nur Drachen nehmen sollen oder Go Wipe oder Go YY. Joa. Richtig schade, dass meine alte Aufnahme wieder verschwunden ist. Joa, ich würde mal sagen, das war's dann noch für die heutige Folge.